Hallo Leute, schöner Regentag draußen und ich zeige euch ja mal ganz kurz, wie man mit GitHub arbeitet und wie man ein Projekt, das irgendwie schon ganz gut ist, aber das man verbessern möchte, irgendwie selbst forkt und wie man dann damit arbeitet. Also, wir haben hier den Basic Robot, den habe ich euch ja schon auf dem Mindtest-Server irgendwie gezeigt. Das ist ja ganz nett. Das Projekt ist großartig, es ist allerdings nicht perfekt. Also, er hat zum Beispiel irgendwie verbietet Repeat Until, hat da irgendwie einige Bugs drin und er kann nicht fliegen, oder wenn man selbst fliegen kann, zum Beispiel. All solche Sachen sind irgendwie Sachen, die man dann verbessern möchte. Und statt irgendwie zu betteln und zu sagen, ah, oh, bitte mach mir dies, mach mir das oder so, kann man irgendwie hingehen und gucken, ja, wo ist denn wo ist denn der Server? Da steht meistens irgendwie hier bei Forum auf GitHub oder sowas. Da steht dann irgendwie drauf, dass das irgendwie auf GitHub irgendwie praktisch da ist. Und wenn man da drauf geht, dann kommt man dann hier hin. Und das ist exakt dieselbe Seite, die ich dann, wo ist sie? Ah, egal. Jedenfalls, diese Seite ist das, die wir haben wollen. Das heißt, wir gehen da drauf. So, jetzt sind wir hier auf dem Source Code. Wenn wir davon jetzt eine Kopie ziehen wollten, dann würden wir es hier machen. Entweder damit, ich zeige das aber gleich. Und jetzt sagen wir, okay, das ist jetzt also unser. Und das ist irgendwie die Seite, das ist der Code, den wir sehen. Hier können wir den ganzen Kram einsehen. Davon wollen wir einen Fork machen. Also wir machen uns natürlich einen kleinen freien GitHub-Account hier oben. Ganz klar. Sieht mir jetzt gerade nicht, wo die Flagge darüber ist. Ich müsste das jetzt wahrscheinlich ein bisschen runterziehen. Dann kann man das sehen. Also hier oben kann man jetzt sich einen Account machen. Also ich habe jetzt Silizium. Und da sagt man dann hier oben Fork. Also hier haben schon einige Leute geforkt, aber ich habe mir das angeguckt. Die Forks sind alle schon älter. Es sind sechs. Also der siebte ist jetzt meiner. Ich habe da schon drauf geklickt. Und dann kommt eine Seite und sagt, ja, wir machen das gerade irgendwie wir machen einen Fork in den ganzen Kram und dann taucht das hier bei Silizium auf. Silizium Basic Robot. Das ist jetzt praktisch mein Fork von diesem Projekt. Steht dann hier auch, ich habe hier das geforkt und jetzt kann ich da selbst dran arbeiten. Das heißt, ich hole mir jetzt diese Seite hier und dann sage ich, gib mir mal irgendwie den Code. Und ich gehe jetzt irgendwie, sagen wir mal, auf. Was ist das denn hier? Plus? Ich will. Ist der denn bescheuert? Ich will. Ja, ich hasse sowas. Klar, Moment. Wo ist denn jetzt hier mein Dings? So. Also gut. Hier habe ich aber die. Jo, gut. So, das heißt, ich gehe jetzt nach Lua Mindtest zum Beispiel. Bin jetzt hier drin und sage, jo, ich möchte mir jetzt hier Make Dir Mods. CD Mods. Und jetzt will ich den ganzen Kram haben. Ich habe hier eben gerade den Kram eine Kopie gemacht. Das ist also praktisch das hier. Und sage einfach Git Klon. Von meiner eigenen Seite diesen Kram und schwupps bekomme ich hier Basic Robot. So, und da kann ich jetzt reingehen, Basic Robot, und da kann ich jetzt irgendwie anfangen zu verändern. Kann ich zum Beispiel reingehen, das ist das Original, und kann jetzt sagen, machen wir das ganz Kram mal groß. So, sagen wir mal, Vim in der Dur und sagen. Also hier sind zum Beispiel irgendwie das Random Passwort ist hier gesetzt und hier sind die ganzen Limits. Übrigens, dieses Random Passwort, das haben meisten Leute wahrscheinlich, die das Ding laufen haben, nicht geändert. Das heißt, wenn ihr auf einem anderen Server drauf seid und da ist dieser Basic Roboter, dann ist das wahrscheinlich eine Sicherheitslücke. Egal. Die Version ist also die hat er irgendwie, er ist dabei am Arbeiten. Also diese Version ist jetzt vom 13.01. steht hier. Und hier unten sind dann irgendwie zum Beispiel irgendwie so ein paar Commands unten drin. Sagen wir mal, suchen wir mal nach,
Nee, nicht nach While, nach Repeat. Er hat irgendwie offensichtlich Repeat. Denn er hat hier drin irgendwie Repeat until und so weiter. Das hat er alles verboten, was totaler Quatsch ist, weil man das kann das eh irgendwie relativ leicht umgehen. Deswegen mache ich davon mal kurz eine Kopie. Markiere das Ding aus, gehe hier rein und sage, ab jetzt in meiner Version ist Repeat until erlaubt. While, ich habe auch nichts gegen While. auch dieses While ist relativ sinnlos zu verbieten. So, was sinnvoll ist, ist Zugriff auf globale Variablen zu verbieten. C ist, weiß ich jetzt nicht, das ist, glaube ich, der Zugriff auf die C-API. Und das hier hinten ist das Punkt, Punkt. Das heißt, dass man Konkatenieren von Strings kann und das kann man dermaßen leicht umgehen, dass wir das um irgendwie weglassen. Das heißt, wir irgendwie hören auf, die Sprache zu stören, zu zerstören, die uns Lua bietet. Also praktisch jetzt nicht zu, wie heißt das nochmal, Handicappen zu verstümmeln, genau. Wir lassen das sein, wir erlauben das, weil das gibt sowieso, es gibt keine Sicherheit. Also was er will damit ist, dass man keine endlosen Schleifen laufen lässt, aber das kann man sowieso. Solange es ein Goto gibt, solange es einen Funktionsaufruf gibt, kann man so etwas machen. Und Repeat Until sind schlicht und einfach irgendwie wichtige Schleifenbefehle und das ist völlig schwachsinnig, den rauszunehmen. Genauso kann man irgendwie mit String-Operationen arbeiten. Das rauszunehmen ist auch nicht sinnvoll. Und ja, das ist jetzt bereits unsere erste Änderung. Natürlich kommt das Fly, werde ich dann natürlich noch mit reinmachen. So, und das Ding, das ist jetzt da. Und jetzt sage ich, okay, ich will den Kram updaten. Und das heißt, ich git push, also git erstmal add Punkt. Das heißt, irgendwie alles haben. Git commit allow repeat. Until because fake security is no security. So, das hier mache ich, das heißt, ich habe das jetzt irgendwie gesetzt und sage jetzt git push und ja, damit wird das abgeglichen und damit habe ich das bereits oben. Das heißt, wenn jemand jetzt hingeht und den Basic Robot von mir runterzieht, hat er diese Version. So einfach ist das. Das ist also nicht weiter schwer. Natürlich braucht ihr Linux an der Stelle, wenn ihr es auf Windows macht. Die Toolchain von Windows ist wirklich kompliziert. Ich mache das nicht auf Video und ich wollte es auch ganz kurz nur machen. Und wir sind jetzt bei 7 Minuten, das reicht. Ich bastel weiter an dem Basic Robot und dieser Basic Robot ist der auf meinem Server laufen wird. Und ich baue jetzt da, ich habe das schon modifiziert, das heißt, ich baue das Fly wieder ein, baue da ein paar Sicherheitssachen rein und repariere ein paar Sachen, die kaputt sind in dem Basic Robot, damit wir ihn vernünftig benutzen können für unsere Zwecke. So, auf den anderen Servern wird das wahrscheinlich nicht so laufen, es sei denn, die übernehmen jetzt meinen Bot. Oder wenn ich dem jetzt eine Anfrage sage und sage, hier Pull-Request, pull dir bitte meine Version runter, wenn du nichts dagegen hast, dann ist das Ding sozusagen, ich werde da jetzt irgendwie etliche neue Sachen einbauen, wie zum Beispiel einen Turtle-Befehl und so weiter und so fort. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Finde ich irgendwie praktisch. Und das ist das Schöne an Open Source. Und deswegen promote ich das und deswegen mache ich nicht Minecraft, sondern meinen Test, damit wir an alles rankommen, damit wir alles machen können und damit die Engine uns gehört. Und damit wir mit der Engine machen können, was wir wollen. Also wir können da irgendwie jede Menge. Es sind natürlich deutlich weniger Spieler auf diesen Servern drauf, aber freie Software ist irgendwie einfach besser. So, außerdem läuft es auf dem Raspberry Pi. Super. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.